Hallo Johannes, hör auf, mich ständig mit Einladungen in deine Talkshow zu bombardieren. Ich komme nicht mal für eine Million, Johannes. Nicht, um mit dir über Dschungelcamp zu sprechen oder bei dir Prüfungen abzulegen unter Aufsicht deiner peinlichen Desiree Nick. Aber wenn du, Johannes, Eier in der Hose hättest, dann würdest du mich zu diesem Thema einladen. Mein Buch, das seit Jahren in den Amazon-Verkaufscharts ist, das zinsfreie Geldsystem. Denn das ist das Problem, das wir haben. Die Bundesrepublik ist pleite wegen eines Geldsystems, das kriminell und menschenverachtend ist und mit Zinsen belastet. Ich fordere ein zinsfreies System. Aber dann würde ich kommen, Johannes. Aber du hast keine Eier in der Hose, Johannes. Man hat dich, Johannes Bikerner, journalistisch kastriert. Du warst mal gut, Johannes. Jetzt aber, mal gut, bist du nur noch, Johannes Bikerner, ein selbstverliebter TV-Gockel, ein etablierter, angepasster Kopfnick-Journalist der wirklich Mächtigen. Schäm dich was, Johannes. Trotzdem liebe Grüße. Weißt du, mein Vorschlag, geh du doch ins Dschungelcamp. Du passt da jetzt hin, glaub mir's. Du passt hin. Was will ich denn noch sagen, Johannes? Ich bin seit 2 Jahren die Nummer 1 der DJ-Charts mit 3 Singles hintereinander. Anstatt deine Möchtegern-Sänger da in deine Show einzuladen, solltest du mal einen richtigen Sänger nehmen. Und damit er noch weiß, wie ich singe, spiele ich dir mal kurz den Zucken an Nirgendwo an. Ja? Pass mal auf. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Ja, und immer weiter weg von dir, Johannes, wenn du mir so unverschämt bist und mal ein bisschen Respekt zeigst, Burschi. Tschüss.